Obwohl sich gegen 14 Uhr die Sonne schon des Öfteren hinter einigen Wolken versteckte, strahlten 220 Kinder um die Wette. Wir haben im letzten Jahr von 13 auf 28 Schulen gesteigert. Ich war jetzt März, April in 18 Schulen, in über 100 Klassen, habe über 1600 Kinder mittlerweile trainiert. Witzigerweise, ich glaube, ich kenne 500-600 per Namen. Ja. Also es ist schon witzig und die Freude, die die Kinder haben, zeigt sich ja dann, wenn sie kommen. Heute Nachmittag haben wir 150 Kinder am Start. Also es ist dann jedes Mal eine Mordsgaude, wenn man sieht, mit welchem Eifer und mit welchem Ehrgeiz sie da kämpfen. Aber auf der anderen Seite schon der Spaß, mit so vielen Kindern zusammen zu sein, ist für die Kinder schon etwas, was ihnen den Erfolg bringt, hier bei einer Veranstaltung auch teilzunehmen. Die Laufstrecke fand wieder für alle Altersklassen in der Maisauer Laufarena am Hauptplatz statt. So kamen die Fans und Zuseher voll auf ihre Kosten und konnten die Kinder kräftig anfeuern. Jedes Kind erhielt im Ziel natürlich gleich eine Medaille umgehängt, denn das Motto der Laufinitiative 2020, wo auch die Maisauer Kinderbewerbe dazugehören, heißt nicht umsonst: Jeder ist Sieger. Wobei natürlich auch jene, die nicht unbedingt Erster werden, die sind auch Sieger. Das ist ja auch das Motto: Gemeinsam ins Ziel und alle sind Sieger. Und ich freue mich, dass über 150 Kinder heute gekommen sind. Lassen Sie sich entführen und genießen Sie die stimmungsvollen Bilder. We'll be right back.